Ja, herzlich willkommen nochmal zum nächsten Vortrag auf dem Messestand der Firma AkzoNobel mit den Marken Sickens, Wood Coatings und Zweihorn. Wir haben hier den nächsten interessanten Vortrag zum Thema das nachhaltige Holzfenster. Wir haben hier zu Gast Herr Heinz-Willy Wittmann, der auch unterwegs ist für den Bund Pro Holzfenster, und der wird uns interessante Fakten zeigen zum Thema Holzfenster. Vielen Dank. Danke sehr. Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben heute Einflüsse in unserer Gesellschaft über die mediale Orientierung, dass man immer auf der Suche ist nach schnellen und einfachen Lösungen, die man möglichst per Mausklick abrufen kann. Aber unsere Zusammenhänge, unsere bauphysikalischen und technischen Zusammenhänge sind so komplex, dass man die schnelle und einfache Lösung per Internet oder per Mausklick nicht generieren kann. Wir müssen unbedingt stärker differenzieren. Wir müssen lernen, wie man zwischen harten und weichen Entscheidungsfaktoren differenziert. Denn pauschale Lösungen sind kontraproduktiv und führen vielfach zu bauphysikalischen und irreparablen Schäden. In diesem Zusammenhang sollte derjenige, der einen Fensterauftrag ausschreibt oder einen Fensterauftrag annimmt, sollte er wissen, wie ist der Markt, wie ist der Wettbewerb und wie ist auch der Zeitgeist in unserer Gesellschaft. Mit Zeitgeist ist gemeint, welche Vorstellungen und Ansprüche hat der Kunde. Wir müssen den Nutzeranspruch kennen. Wir müssen wissen, was der Kunde von dem Produkt erwartet. Wir haben das Problem, dass wir eine immer dichtere Bauhülle haben, weil wir energetisch bauen. Die Energieeinsparverordnung gibt harte bauphysikalische Kriterien vor. Und diese dichten Bauhüllen, diese hochdämmenden Bauhüllen sind auch sehr sensible Bauhüllen. Denn in diesem Bereich produzieren wir sehr viel Schimmelpilz und Feuchtigkeitsschäden, weil wir bauphysikalische Zusammenhänge nicht bewerten und nicht differenzieren, auf der Suche nach einfachen Lösungen. Neu ist auch nicht neu, es gibt schon architektonisch die Bauhausgeschichte, ist aber eine Geschichte, die im Moment wieder hochaktuell ist. Man baut also im Bauhausstil, das bedeutet keinen Dachüberstand, kein sogenannter konstruktiver Holzschutz und fast fassadenbündig eingebaute Fenster. In diesem Zusammenhang wird sogar die sogenannte Vorwandmontage, also die Fensterposition, immer weiter nach vorne, damit das Fenster auch in der sogenannten Dämmebene positioniert wird. Das bedeutet, dass das Fenster natürlich dann höchst beansprucht wird, weil wir keinerlei konstruktiven Holzschutz wie Dachüberstände haben. Der Stand der Technik wird immer wieder diskutiert. Was aber viel wichtiger ist, den Stand des Anspruches zu kennen. Wir sollten wissen, was der Kunde wünscht und welche Ansprüche er an unser Produkt stellt. Stand der Technik wird unter Experten vielfach ausgetauscht, aber der Stand der Technik gibt nicht den Anspruch des Kunden wider. Wir müssen überlegen, welche Qualitäten und welche Produkte sind verfügbar. Wir müssen überlegen, wie sind eigentlich die Potenziale und was können wir leisten? Und das wird sehr oft in der Ausschreibung nicht richtig getroffen und dann werden Dinge nicht genau definiert. Trotzdem wird der Auftrag in dieser Form angenommen, weil wir eben diese ganzen komplexen Zusammenhänge nicht differenziert betrachten. Man sollte beachten, in welcher Gesellschaft wir leben. Man sollte wissen, wie ist die kulturelle und die Weltvorstellung. Das alles spielt eine Rolle. Da kommen Einflussfaktoren auf uns zu, die uns noch massiv beschäftigt werden. Beispielsweise die ökologische Orientierung in unserer Gesellschaft nimmt immer mehr Raum an sich. Die Nachhaltigkeit, die Bewirtschaftung und auch natürlich die Wirtschaftlichkeit. Ich kenne viele Dinge, die zu einem guten Ende geführt worden sind, aber sind wirtschaftlich denn natürlich haben ein schlechtes Ergebnis nach sich gezogen. Wir müssen sehen, die Ressourceneffizienz. Es gibt die Aussage, dass wir ein gutes Fenster machen können
Da ist Meranti, also schweres Meranti, nicht das als Zigarrenkistenholz bekannte Holz. Daraus kann ich natürlich eine sehr gute Fensterkonstruktion kreieren, aber wir haben dort ein Problem, weil immer stärker nachgefragt wird nach dem Herkunftsland, die CO2-Bilanz, die Transportwege, all das spielt eine immer größere Rolle. Es gibt Lösungen, gute Lösungen, wo wir keine Exotenhölzer brauchen, keine Regenwandhölzer brauchen und mit guten heimischen Holzarten arbeiten können. Der Klimawandel ist ein Faktor, den man nicht jeden Tag bewusst registriert, aber doch einen immer größeren Einfluss nimmt. Wir sollten differenzieren zwischen der objektspezifischen Lösung. Wir können nicht sagen, dass wir 20 Mal schon etwas realisiert haben. Beim 21. Mal ist das eventuell die total falsche Lösung. Wir müssen objektspezifisch differenziert eine Analyse machen und das gehört zu meiner beratenden Tätigkeit. Ich berate neutral und objektiv, ohne dass ich kommerzielle Interessen verfolge. Ich will keinen Auftrag generieren. Aus diesem Grunde ist mein Beratungspotenzial neutral und objektiv. Bei der Bewertung von den technischen Ausführungsmöglichkeiten muss man die Topografie kennen. Ich muss wissen, wo das stattfindet, ob das in 1000 Meter Höhe ist, an der Küste ist oder in welcher Windlastzone wir uns bewegen. Das sind Zusammenhänge, die werden vielfach nicht beachtet, haben aber einen enormen Einfluss auf die Haltbarkeit des Produktes. Der Gebäudetyp spielt eine Rolle. Je stärker die energetische Betrachtung ist, desto sensibler wird die Bauhülle und aus diesem Grunde müssen wir schon wissen, welchen Gebäudetyp, welche Nutzung und welchen Energiestandard wir haben. Das alles sind Einflussfaktoren, die haben einen unmerklichen, aber starken Einfluss auf unser Produkt. Und ich formuliere eine objektspezifisch differenzierte, idealisierte Ausführungsempfehlung. Das ist keine pauschale Aussage, sondern für jedes Objekt spezialisiert formuliere ich eine ideale Ausführungsempfehlung. Wir haben sehr stark verbreitet ein sogenanntes Nadelholz, ein sogenanntes Weichholz im Einsatz. Ein Weichholz mit einer lasierenden Beschichtung ist ein Fenster, was einen höchsten Wartungsanspruch hat. Dieses Fenster ist zwar technisch in einwandfreier Form machbar, aber wenn ich mich für so eine Fensterkonstruktion entscheide, muss man auch betonen, dass das Fenster ist, welches den höchsten Wartungsanspruch hat. Wenn ich das gleiche Fenster mit einer deckenden Beschichtung, nicht mit Lasur, also mit einer deckenden Beschichtung versehe, dann reduziert sich der Wartungsanspruch. Die höhere Stufe ist dann, wenn ich das gleiche aus einem Laubholz, aus einem Hartholz mache, nehmen wir Eiche oder schweres Meranti zum Beispiel, dann reduziert sich auch bei Lasur der Wartungsanspruch. Und wenn ich das auch noch in einer Deckenausführung mache, habe ich den geringsten Wartungsanspruch, der beim Holzfenster verbunden ist. Also Fazit, wenn ich ein Nadelholz mit Lasur nehme, habe ich den höchsten Wartungsanspruch, nämlich ein Laubholz mit einem Deckenanstrich reduziert sich der Wartungsanspruch schon dramatisch. Diese Differenzierung, ich komme immer wieder zu diesem Begriff, ist eigentlich eine wesentliche Voraussetzung. Und wir haben seit Jahrzehnten eine idealisierte Lösung, die völlig unproblematisch ist. Das ist eben eine Holz-Alu-Konstruktion. Wir haben den konstruktiv wirksamsten Holzschutz, das ist die Aluschale. Wenn wir sonst den konstruktiven Holzschutz wie große Dachüberstände nicht mehr haben, ist der wirksamste Holzschutz ist eben die Aluschale. Die baustilistischen Einflüsse, also keinen Dachüberstand, Vorwandmontage, dass das Fenster immer weiter in die Bewitterung gezogen wird, ist für das Holzfenster ein großes Problem. Mit dem Holz-Alu-Fenster können wir mit dieser baustilistischen Entwicklung völlig unproblematisch umgehen. Für ein Holz-Alu-Fenster ist das kein Problem. Wir haben den Klimawandel, eine immer stärkere UV-Bestrahlung der Fenster, das besonders bei dunklen Beschichtungen zu enormen Problemen führt. Beim Holz-Alu völlig unproblematisch.
Auch Hagelschlag und Wetterkapriolen und Unwetterkapriolen ist beim Holz-Alu-Fenster leicht zu verkraften. Es ist kontraproduktiv, wenn man versucht, mit Holzfenster und dementsprechender Beschichtung auch die Hagelschlagproblematik in den Griff zu bekommen. Mit Holz-Alu kein Problem. Bei Holz-Alu-Konstruktionen habe ich auch einen geringeren Chemieeinsatz, denn es wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, dass man keinen Chemie-Cocktail haben möchte. Und wenn ich ein Nadelholz nehme, braucht man 4 Applikationen. Bei dem Holz-Alu-Fenster brauche ich maximal 2 Applikationen. Ich kann sogar mit Ölen und mit Wachsen arbeiten. Ich kann also diesem Öko-Anspruch mehr entgegenkommen, als wenn ich das mit einer Holzfensterkonstruktion mache. Die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten, die das Holzfenster bietet, relativieren den zu erwartenden Mehrpreis dramatisch. Denn ein Holz-Alu-Fenster ist eine dreifarbige Fensterkonstruktion, ohne dass ich einen Mehrpreis habe. Wenn ich ein Holzfenster dreifarbig mache, dann nähere ich mich immer mehr an dem Holz-Alu-Preis an. Denn ich muss 2-mal abkleben und muss 2-mal beschichten, um eine Dreifarbigkeit zu erreichen. Die Wartungsintervalle beim Holz-Alu-Fenster kann man auf gleich 0 reduzieren, weil der Wartungsanspruch beim Holz-Alu-Fenster ist ein Anspruch, den man mit der Fensterreinigung verbinden kann. Wer die Glasreinigung macht, reinigt auch die Aluschale. Reinigt er seine Fenster nicht, dann reinigt er auch die Aluschale nicht, ohne dass Fenster, dass Schäden entstehen. Das Fenster ist nachher verunreinigt, beschmutzt, aber nicht geschädigt. Diese Einstellung kann man beim Holzfenster nicht haben. Man muss auch Folgendes bedenken, nicht nur die Fensterkonstruktion, das ideale Rahmenmaterial oder die ideale Beschichtung alleine ist zielführend. Wir müssen auch sehen, wie wir beispielsweise aufgrund dieser dichten Bauhülle, wie wir mit dem Luftwechsel fertig werden. Denn wenn wir über den Blaurohrtest nachweisen, dass wir eine relativ dichte Bauhülle haben, haben wir immer noch das Problem, dass wir mit Schimmelpilz und Feuchtigkeitsschäden zu tun haben. Also muss man natürlich versuchen, diesen Ansprüchen, den bauphysikalischen Ansprüchen, auch gerecht werden zu können. Es ist wichtig, dass wir aufgrund der dichten Bauhülle den sogenannten nutzerunabhängigen Mindestluftwechsel sicherstellen. Und wir können nicht an den Nutzer appellieren, indem wir ihm ein Nutzerverhalten vorschreiben. Die Konstruktion muss das hergeben. Und da gibt es eine Möglichkeit, dass man eben mit einem Lüftungssystem arbeitet. Denn aufgrund einer dichten Bauhülle müssen wir dafür sorgen, dass wir nutzerunabhängig den Luftwechsel sicherstellen. Es gibt eine Möglichkeit, die zur Verfügung steht. Das ist die Montagezarge. Die Montagezarge für Fenster. Mit Hilfe dieser Zarge können wir den Einbauzeitpunkt des Fensters in den Punkt zu verlegen, dass alle Gewerke ihre Arbeit erledigt haben. Und die Beschädigungen der Fensterkonstruktionen durch extreme Feuchtigkeitsbelastung über Monate und durch ein Beschädigungspotenzial durch Fremdgewerke wird mit einer Montagezarge korrigiert. Und diese Montagezarge zeichnet sich dadurch aus, dass in der Montagezarge ein motorisches Lüftungssystem integriert ist, welches den notwendigen Luftwechsel sicherstellt. Diese Systeme haben auch eine Wärmerückgewinnungsquote von ca. 85%, wobei man betonen muss, dass man immer ca. 15 bis 20% Lüftungswärmeverluste akzeptieren muss, damit man einen Luftwechsel sicherstellt. Denn das gehört ja auch zur Gesundheit der Bewohner. Das sind also Dinge und Faktoren, die eine große Rolle spielen, wenn man auf der Suche ist nach der richtigen objektspezifisch differenzierten Lösung. Und wie gesagt, sind einfache Lösungen per Internet und per Mausklick in diesem Bereich nicht möglich. Vielen Dank.